Pedram, genug gelesen. Wir müssen mal wieder demonstrieren und zwar diesmal in Frankfurt. Letztes Jahr hast du mich mit nach Stuttgart genommen, jetzt in Frankfurt. Was ist denn da los? Frankfurt ist der Sitz der Deutschen Bank, Sitz der Europäischen Zentralbank, der Inbegriff für die Sparpolitik und die Zerstörung Europas, Fiskalpakt und die ganzen Schweinereien, die da dranhängen. Ja klar, Europäische Zentralbank, das ist die zentrale Institution, die mit Merkel und Sarkozy gerade Südeuropa kaputt sparen. Genau, und deshalb geht es auch um internationale Solidarität. Wir wollen den Leuten in Südeuropa zeigen, dass wir nicht einverstanden sind mit diesem katastrophalen Kurs dieser Bundesregierung. Und außerdem wissen wir, dass sie Griechenland schlagen, aber uns alle damit meinen. Hm. Internationale Solidarität, das ist jetzt wirklich Gebot der Stunde. Warte mal kurz, ich habe da was mit. Oh nein! Das ist nicht die richtige Ausstattung. Och Menno, diese Schale habe ich aus Kairo mitgebracht. Na, und das ist auch nicht passend. Hier, viel besser für Frankfurt. Okay, aber ich habe was aus Athen mit, das ist echt gut. Nein. Ach komm schon, in Athen hat es jede Omi an. Da kannst du ohne Gasmaske gar nicht mehr demonstrieren. Da sind die Plätze immer permanent unter Tränengas. Okay, aber ich glaube, für Frankfurt reicht es, wenn du die Sonnencreme mitnimmst zum Schutz, weil wir haben ja Folgendes vor. Blockupy Frankfurt heißt, dass ganz viele mitmachen und das Bankenviertel lahmlegen. Für eine gewisse Zeit. Als deutliches Signal. Ja, ich habe dir noch einen guten Schlafsack mitgebracht, den kannst du bestimmt gebrauchen. Ach schön, wir wollen nämlich auch länger bleiben. Es ist endlich soweit. Nach den großen Protesten in Südeuropa wollen wir jetzt auch auf die Straße und ein deutliches Zeichen setzen. Gegen die autoritäre, unsoziale Politik in Europa, für die Menschen in Südeuropa, gemeinsam auf nach Frankfurt. Gegen die EZB, gegen ihre Troika mit IWF und EU. Für ein solidarisches Europa von unten.